Ja, jemand hat mir mal gesagt, du musst einfach sagen, ich bin Künstler. Dort ist so etwas passiert mit mir. Ich war zwar noch in der Ausbildung, aber dann war mir wirklich klar, ah, das ist auch fast wie so ein Mantra. Also, wenn man das anderen Leuten sagt, dann kommt es auch bei einem selber an. Und man macht seine Sachen mit viel mehr Überzeugung. Ja, ganz einfach. Ja. Ich bin Chris Hunter und ich bin in Graubünden aufgewachsen, in Flims. Ich habe auch zu Chur gewohnt. Und ich arbeite eigentlich mit so allem, was auf mich zukommt und was mir in die Hände geraten. Und auch mit den Leuten, die auf mich zukommen und in mein Umfeld treten. Oder ich trete in ihres und wir arbeiten dann zusammen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin Maler oder Bildhauer oder Videokünstler. Das bin ich vielleicht alles ein bisschen. Aber das ist mir auch nicht so wichtig, dass ich mir so ein Label kann geben kann. Also ich mache eigentlich das, was mir gefällt. Lang habe ich eigentlich mit so gefundenen Materialien geschafft, wo ich eigentlich einfach haben müssen, ein offenes Auge hatte, um etwas zu finden und das dann richtig arrangieren. Aber momentan bin ich eigentlich mehr auf der Schiene von, banal gesagt, einfach von Farbe und was macht Farbe mit uns. Ja, es gibt einerseits zum Beispiel Aquarellarbeiten, die ich mache, die ganz intim sind, wo ich einfach mit der Farbe und dem Papier am Tisch sitze und das mir gegenüber ist. Aber dann gibt es auch grosse Projekte, zum Beispiel das Kunst am Bau, das ich mit einer Freundin zusammen mache, wo das Gegenüber halt auch ein anderer Mensch ist und die Dimensionen viel grösser sind und der Zeithorizont der Realisation auch ganz anders funktioniert. Ja, also das Zusammenkommen und der Austausch ist super zentral für mich. Das habe ich auch in einer Arbeit probiert umzusetzen, wo so ein Möbelensemble ist mit Tisch und Stühlen und Bank, wo die Leute eben auch einladen, um dort Platz zu nehmen. Also der Austausch und die Verbindungen untereinander ist für mich einfach eine Grundlage, um überhaupt miteinander zu leben. Also in einem Dorf, in einem Haus und auf dem Planet. Ich war eingeladen für ein Kunst am Bau-Projekt an der Kantonsschule. Und bei der Entwicklung des Projekts habe ich gemerkt, dass seit meiner Zeit an der Kantonsschule sich schon total viel da hat in Bezug auf sexuelle Orientierung und Offenheit dazu. Und habe gemerkt, ich will das Positive eigentlich verstärken. Dass das auch eine Möglichkeit ist in der Kunst. Und nicht nur Missstände aufzuzeigen, sondern dort durchgehen, wo man will. Ich habe dort bei einem bestehenden Amphitheater an den Stufen so bunte Bleche angebracht vorne, damit es als Gesamtbild einen riesigen Regenbogen gibt, wo die Farben ineinander hineinlaufen. Ich glaube an die Gestaltungsfähigkeit der Menschen. Also, dass wir mit genug Geduld, aber auch unter Druck, wenn es sein muss, eigentlich mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, immer auf eine gute Lösung kommen. Und das ist irgendwie auch für mich der Kern der Kreativität. Ich glaube, etwas, was ganz wichtig ist in der Entwicklung von allen Leuten vielleicht, ist, dass man, wenn man mal vor eine Aufgabe gestellt wird, wo man nicht weiss, wie es geht, aber jemand gibt einem das Vertrauen, dass du das einfach machen kannst. Und gibt dir den Auftrag und lässt ihn machen. Und zum dann merken, ja, es geht, auch wenn ich das nicht gelernt habe. Und so glaube ich irgendwie auch auf eine Art an das Gute in den Menschen, weil wenn man sich auf etwas konzentriert, dann findet man irgendwie einen Weg durch oder so. Und ja.